Sie sprechen mit der Stasi. Ein Hörspiel von Andreas Ammer und FM Einheit. Mit Archivaufnahmen aus der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen. 55 099 91, eine Teilnehmerin, die hätte gerne eine Nummer von uns von der Magdalenenstraße. Ich gebe sie mal hoch, ja? Offizier vom Dienst, guten Tag. Guten Tag, ich hätte gerne mal die Nummer von der Stasi in der Magdalenenstraße. Mit wem spreche ich bitte? Ich habe sie im Telefonbuch nicht gefunden. Sie sprechen doch jetzt mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Ja, aber von der Magdalenenstraße? Wen möchten Sie dort in der Magdalenenstraße sprechen? Ich möchte erst morgen anrufen und finde die Nummer nicht im Telefonbuch. Ja, Sie haben doch jetzt beim Ministerium für Staatssicherheit angerufen. Ach, das haben Sie, ja? Ja. Gut, dann rufen Sie morgen früh an. Hören Sie bitte. Dankeschön. Hören Sie. Bitte mal ansprechen, ja? Sprechen Sie bitte mal an, ja? Nachdem es am 27.02.1982 19 Uhr auf der Kugel schien. Ansprechen. Hallo, ja, hier ist der Offizier vom Dienst. Guten Tag. Ansprechen. Bitte ansprechen. Bitte ansprechen. Spätdienst am 1.03.82 bei Schnur über der Major Sikora. Bitte ansprechen. Bring mal wieder an, ja? Bitte mal ansprechen. Ja, Offizier vom Dienst. Guten Tag. Guten Tag. Teilnehmer? 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 Ja. Teilnehmer? Ja. Ja, hier ist der Offizier vom Dienst. Guten Morgen. Bitte ansprechen. Tagdienst am 1.3.82, 7 Uhr übernommen, Major Werner. Sprechen wir wieder an, ja? Teilnehmer? Bitte ansprechen. Teilnehmer? Bitte mal ansprechen, ja. Teilnehmer? Ja, hallo. Offizier vom Dienst, guten Tag. Ja, guten Tag. Also ich habe mal ein Anliegen. Ja. Das ist hier auf meine ehemalige Schwiegertochter, die hat wohl jetzt letzte Woche geäußert, da ist ein Kind im Spiel von meinem Jungen, die hat die geschieden, die hat das Kind gekriegt, dass sie abhauen möchte hier. Ich meine, ich weiß nicht, wie wir uns verhalten sollen, weil es ein Sohnfall, ansonsten gibt sie das Kind in Heim, das Herz. Ja. Also sie will die DDR eigentlich auch verlassen, oder wie? Ja, wahrscheinlich, ja. Da sitzen, er war ja da, der Junge. Da sitzen da drei Türken oder Ausländer oben, sagt er, wahrscheinlich wollen die so mitnehmen, aber dafür sind das Kind nicht gebrauchen. Ich weiß nicht, wie das da lang geht. Da müsste mal jemand vorbeikommen bei uns, oder ich weiß es nicht. So, sie beabsichtigt, die DDR zu verlassen? Ja, das hat sie ausgesprochen. Ihre Äußerung gegen ihren geschiedenen Ehemann, ja? Ich würde dann doch einmal bei Ihnen zurückgerufen wird, beziehungsweise Sie dann irgendwie ausgesucht werden. Ja, das ist ja am besten. Ich habe die Woche noch Urlaub, meine Frau, wir sind zu Hause. Sie sind zu Hause, ja? Ja. Ich habe dann sowas noch unterhalten drüber. Ja, ich dann, wer ist niemand zuständig dafür? Wenn jemand sich melden sollte, dann melden Sie sich bitte nochmal. Ja. Ja, können wir das mal bleiben? Können wir machen. Ja? Das ist ja nur eine ernste Sache, was? Ja, einen schönen guten Tag. Worum geht es bitte? Ja, bin ich bei Ihnen richtig, Sir? Hier ist die ständige Vertretung der DDR. Die Leier Mauer, die hat nachhaltig
den Eindruck hinterlassen, dass es so nicht bleiben kann. Dieser Zustand werden wir Rotzbuben sozusagen nicht stehen lassen. So geht's nicht. Wissen Sie, das ist so herzzerreißend, wenn man das sieht, dass so ein Stück Dreckmauer da steht. Verstehen Sie? Und ich sage Ihnen, das ist so herzzerreißend, scheiße, dass sowas überhaupt und das so primitiv und dreckig. Und auf Dauer wird das Ding nicht stehen bleiben. Rede die Mauer. Welche Mauer? Die betonierte und die Grenzmauer und die Zäune und die Falsmin und weißes Teufelwerk. Ach, wissen Sie, jetzt weiß ich erst, was Sie meinen. Wissen Sie, das halte ich nun nicht für sehr klug, was Sie da sagen. Ich rede jetzt von meinem Herzen. Ja, und nicht von der Klugheit. Gut, das nehme ich auch noch zur Kenntnis. Okay. Vielen Dank, ja. Ja. Auf Wiederhören. Wiederhören. Sie haben uns nicht die Wahrheit gesagt. So einfach ist es. Ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Erzählen Sie doch nicht solchen Unsinn. Und wenn Sie jetzt noch Späne machen, dann bleiben Sie nämlich hier. Dann machen wir gar keinen großen Prozess. Das sage ich Ihnen eindeutig. Hören Sie endlich auf mit Ihrer Lügerei. Ich habe nicht verloren. Natürlich haben Sie gelogen. Ich habe nicht verloren. Wollen Sie die Reise vom 9. zur Nichtbrücke ausnutzen oder nicht? 13:47 Uhr. Sie haben doch konkrete Absprachen dahingehend getroffen, dass die sich irgendwann versuchen abzuhauen und die lösen ihre Reise am 9. zum Fünfer-Bleib. Also hören Sie hier auf, hier solchen Mist zu erzählen. Hier kommen Sie nicht wieder raus, das sage ich Ihnen. Was finden Sie sich denn eigentlich ein? Sie haben jetzt den ganzen Freitag hier nach eurer Nase rumgeführt, obwohl wir wussten, wie die da aussah, und jetzt wollen Sie das gleich mal wieder machen. 14:10 Uhr. Was denken Sie sich denn eigentlich? Dass ich angestellt habe. Natürlich ist das richtig. Wollen Sie diese Reise nicht benutzen? Natürlich wollen Sie die Reise benutzen. Jetzt? Ja, jetzt wollen Sie drüben bleiben. Und jetzt wollen Sie abhauen. Und das wissen Sie. Sie kommen hier nicht wieder raus. Bei so einem äußeren Verhalten kommen Sie hier nicht raus. Das sage ich Ihnen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. 14:49 Uhr. Ja, was hören Sie denn? Solche Besinnungslumpen und dann auch Lügen. Das ist eine Unterstellung, ich bin keine Besinnungslumpen. Na, was sind Sie denn sonst, wenn Sie nach dem Westen wollen? In der Situation, was sind Sie denn dann? Ich besuch, weil... Was sind Sie denn dann, wenn Sie drüben bleiben wollen? Ich wollte nicht. Ach so, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr? Mensch, hören Sie doch mit solchen dummen Nöten. Was Sie nicht ausgemacht haben, das zählt nicht mehr. 15:54 Uhr. Denken Sie endgültig mal Ihre Situation. Sonst kriegen Sie einen blauen Trainingsanzug an, als Ruhe im Chef. Kann doch eine Sache nicht zugeben, die nicht. Hören Sie mal doch mit solchen dummen Müll. Ich kann eine Sache nicht zugeben, die nicht gibt. Wir gehen doch nicht aus mit irgendwelchen idiotischen Vorstellungen oder Illusionen. Wir wissen ja, wie wir eine böse Nacht mit konkreten Haushalten aus und von dem, was war. Wenn ich das gewollt hätte, wäre ich nicht nach Oma gegangen. Da muss ich doch nicht in die BAG ziehen. Ach, Sie kleiner Schlauberger. Sie, kleiner Schlauberger, das war so schön eingefädelt, das wäre so herrlich gelaufen. Und Sie haben die Rechnung wieder ohne Wirt gemacht. Ich sage, machen Sie ja keine Späne. Mach doch keine Späne. Na aber, was ist denn der Satz? Das Protokoll hast du nicht hier, oder? Nein, das ist oben. Das ist oben. Band 856 begonnen am 18.08.89. Ja, guten Abend, ich habe meine Information. Sie nehmen sich mal bitte den Stift. Hallo. Ja. Dann nehmen Sie einen Bleistift oder Kugelschreiber in der Hand und notieren Sie folgende Sachen. Ich möchte erstmal wissen, mit wem ich spreche. Tag. Ja, guten Tag, folgendes, aus begreiflichen Gründen kann ich meinen Namen nicht nennen.
Ich kann das portalisch behandeln. Ja, da will ich mir nicht. Sie wollen leider neben bleiben. Ja. Bei Ihnen wird ein Fluchtversuch gemacht in der Nähe von Lichtenberg. Ein Fluchtversuch nach West-Berlin. Das ist ein Anruf aus BRD. Ich möchte Ihnen einen Hinweis geben über Schmuggel von Pornografie in der DDR. Ja? Ja. Ich habe einen Täter erkannt, der hat einen blauen Anorak an, eine dunkle Hose und fährt dort mit einem beigefarbenen Trabant vor. Wundergenau. Wie bitte? Wo genau? Ja, wo genau? Direkt mit zur Oberbaumbrücke. Der Mercedes wird demnächst, aller Wahrscheinlichkeit nach, in den nächsten Stunden, die wir da überschreiten. Ja. Goldmetallic Mercedes. Der fährt am Mittwoch, den 14. nach Berlin West zu Besuch. Sie kommt nicht wieder. Ja. Dort ist eine Gruppe des harten Kerns vertreten, die sich also mit verbotener Literatur und so weiter befassen. Wie ich dort raus bin, habe ich noch eine andere Person gesehen. Und der hat sich aber von ihm verabschiedet. Das Kennzeichen haben Sie aber nicht mit uns erkannt. Ja. Haben Sie? Ja, das habe ich. Sagen Sie mir mal. Es kommt am 8.7. ein Herr aus der Bundesrepublik in die DDR und bringt da eine, ich nehme an, eine beträchtliche Summe Whisky und spuckt er mit rüber. Interessiert Sie das oder interessiert Sie das nicht? Auf mein Telefonat hin habe ich da ein Angebot bekommen. Es geht darum, Bürger aus der DDR nach dem Westen zu bringen. Heute Abend um 22 Uhr will mich die Person wieder anrufen. Wie sind Sie nun oder zu dieser Vermutung gekommen? Tja, ich meine, mir ist bekannt, dass man an den Grenzstreifen da nicht einfach so langlaufen kann, ne? Mhm. Also ich bin der Auffassung, dass da die Grenzbeamten selbst, die Grenzpolizisten, meines Erachtens gefährdet sind. Mhm. Ne? Denn ich weiß ja nicht, was der Mann vorhat. Der kann ja auch eine Waffe bei sich tragen oder sonst was, weiß man ja nie. Ich vermute, dass in der Wohnung der Eltern und der Umgebung Literatur versteckt ist. Mhm. Transfer, bei jedem Besuch wird Material mit. Und zwar bin ich mit meiner Frau und meinen Enkeln spazieren gewesen im Volkspark Prenzlauer Berg. Mhm. Und gegen 17.45 Uhr haben wir oben einen Mann beobachtet, der sich irgendwie ständig umgesehen hat. Und dann, gleich bis 17.45 Uhr kam dann wie so ein Klingelzeichen. Und er hat dann im Mikrofon gesprochen. Wir haben hier eine Cousine meiner Frau zu Besuch. Sie spricht so schlecht über eure DDR. Halt deinen Mund! Meine Tochter! Scheiße! Wir haben Sie davon Kenntnis erhalten. Kenntnis erhalten? Ich habe es selbst gesehen. Von wo haben Sie denn diese Informationen? Ich habe sie, das ist egal, ich bin absolut sicher. Und wer sind Sie denn? Meinen Namen kennen Sie mir auch nicht mehr. Nein, das spielt keine Rolle. Ich möchte erstmal wissen, mit wem ich spreche. Und von wo rufen Sie jetzt bitte? Das ist auch egal. Sie wollen alle nie bleiben. Es wäre natürlich schöner, wenn Sie nicht alle nie geben. Weil das eine harte Würde. Und ich weiß nicht, ob das Gespräch abgehört wird. Eben wurden wo das unterbrochen. Die Informationen wollen Sie jetzt. Haben Sie mehrere Angaben noch? Teilnehmer. Ja. Naja gut, ich werde das beachten. Ich bedanke mich für den Hinweis. Machen. Jawohl, aber es kommt immer drauf an.
Schaden, den man angerichtet hat, sich rechtfertigen muss. Und das haben Sie von Anfang an nicht getan, Mann! Nein, ich hab absolut nicht vor. 11:09 Uhr. Dieses Gespräch, um mal hier anzuknüpfen, das war doch eine Unterhaltung, wo man sich praktisch über die Lebensverhältnisse unterhielt. Ja. Wie geht dir's? Wie ist es drüben? Ja. Nicht? Was verdienst du? Was hast du für Möglichkeiten? Es ist ja nicht bloß davon gesprochen worden, von Autos und ein Verdienst, dass der meinetwegen 2000 Mark oder wie viel verdient und sie als Arzt entsprechend wenig. 11:26 Uhr. Es ging ja da auch noch um andere Lebensverhältnisse, Lebensstandort, Reisemöglichkeiten und, Warenangebot und so weiter. Nicht? War doch eine Bestätigung dessen, was Sie auch schon zum Teil von anderen gehört haben. Mensch, dort drüben verdienen Sie eben doch mehr. Und da haben Sie eben auch den Unterschied in Einkommen kennengelernt. Das hat doch nun bei Ihnen entsprechende Wünsche. Ich möchte mich so ausdrücken, wieder neu aktiviert. Naja, wenn du dort drin wärst, dann könntest du eben auch ein anderes Leben führen. 12:03 Uhr. Ja, es ist so unmittelbar, ist der Wunsch da, aber es hat auch Nachteile. Naja, freilich, alles Gute ist nicht beisammen. Aber gut, fahren wir fort. Was sind denn nun diesbezüglich dafür Abmachungen getroffen worden hinsichtlich einer möglichen Übersiedlung ihrerseits? Das wissen wir doch, dass es da bereits eine Vereinigung gibt, die da irgendwie das kommerziell. Die das also professionell betreiben, beruflich, hauptberuflich. 12:45 Uhr. Sie wollen die Wahrheit wissen? Ja, ich will die Wahrheit wissen. Von Anfang an haben Sie geschwindelt. Nee. Jetzt kommt alles so ein bisschen was brockenweise, was nicht Fisch noch Fleisch ist. Das können Sie Ihrer Großmutter erzählen, aber nicht mir. Ich habe angenommen, ich habe einen vernünftigen Menschen vor mir. Und keinen Verbrecher. Bloß wissen Sie was, die verhandeln auch irgendwie so mit Druck. Und das ist für mich irgendwie nicht meine Sicht. Ich habe Ihnen vorhin eindringlich gesagt, der Ton, der in unser Gespräch kommt, der hängt von Ihrer Verhaltensweise ab. Ich habe aber auch auf keinen Fall irgendwie mich. Die haben gelogen die ganze Zeit. Nee. Das halte ich Ihnen immer wieder vor. Ich habe das gesagt, was ich. Nein! Sie haben mir als erstes nach vielen Hin und Her gesagt, ich habe mal geschrieben, dass ich gern im Ausland tätig sein sollte. Warum, weswegen, weshalb möchten Sie denn im Ausland tätig sein? Ich würde Ihnen sagen, ich habe irgendwie mit irgendwelchen Flugvereinen oder so Kontakte, die habe ich nicht. Die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ach Gott, das mag alles sein, Wobei, vielleicht der Gedanke mal herrschte, aber absolut geplant habe ich. Was denn für ein Gedanken? Wozu? Als Klosettpapier oder was denn? Sagen Sie doch endlich was, Mann! Und reden Sie nicht wie die Katze um Hals 2. 12:54 Uhr. Mensch, haben wir uns eigentlich aus den Augen. Ah, Mensch, was ist denn da im Einzelnen geregnet? Es jammert ja ein Hund wieder! Wie die Katze um Hals 3 gehen Sie hier und. Ach, nein, doch. Das spottet ja jeder Beschreibung. Was haben Sie denn konkret mit denen nun für Abmachungen getroffen, wie und was geschehen sollte, damit nur Ihr Wunsch mal in Erfüllung geht? In Zukunft war mein Wunsch. Aber natürlich! Nee, das war nicht so konkret. Das war, wie gesagt, ein Grundwissen. Und ich habe zu ihm gesagt, na, wenn du was hast, dann denk mal an mich. Ja, und was hatte er denn nun? Ja, das hat er mir auch nie gesagt. Doch! Dass Sie noch hier sind und dass keine Gelegenheit war, das ist ja eine ganz andere Sache, Himmeldonnerwetter. So ist es doch. Spätdienst am 2.3.82 über der Meiersekura. Spätdienst am 26.02.1982 Oberleutnant. Nachdienst am 3.3.1982 Leinsluhr auf Papumisch.
Richtung 26. Februar, Winter und Mittelmeer. Teilnehmer? Ja, Offizier von Dienst, guten Tag. Mit wem spreche ich denn? Wem möchten Sie da sprechen, bitte? Wie war Ihr Name, bitte? Sind Sie telefonisch erreichbar? Ich werde das weiterleiten. Ja, schönen guten Tag nochmal. Was kann ich für Sie tun? Die Uhr tickt noch. Mein Blut, das noch läuft und drüben läuft. Sehen Sie, man sagt schon drüben. Und das werde ich ändern. Ja, bitte. Hallo? Ja, bitte. Ja, guten Tag. Ich habe ein Gespräch aus Kanada für jemanden, der Englisch oder Französisch spricht. Ja, und für wen ist das bestimmt? Für jemanden, der Englisch oder Französisch spricht bei Ihnen. Eine bestimmte Person wurde mir nicht genannt. Teilnehmer, bitte mal. Möchten Sie den Teilnehmer haben? Sprechen Sie Englisch? Hallo? Na, da kann ich Ihnen auch nicht jetzt weiterhelfen. Wer sind Sie jetzt, bitte? Ich bin das Fahrnamt. Sprechen Sie Englisch? Von wo? In Frankfurt am Main. Sprechen Sie Englisch? Dann verbinde ich Sie mit dem Teilnehmer, dann können Sie ihn selbst fragen. Ja, das wird schwierig. Hallo, ich bin das Sana in Frankfurt. Hallo, Moment mal. Ständevertretung der DDR. Ja, schönen guten Tag. Ach, sind Sie es nochmal? Ja. Ja, wissen Sie, Sie tun mir irgendwie ein bisschen leid. Also ich weiß gar nicht, was ich für Sie tun kann. Denn Sie sind doch eine ständige Vertretung. Natürlich. Aber Sie sind es doch nicht. Ja, da müssen Sie sich doch bitte schön keine Gedanken drum machen, wie mein Dienstplan aussieht. Ihrer nicht, aber meiner. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Eine ständige Vertretung.
Postbote haben aufgeschrieben, mit Messer eingeschnitten in die Tiere, wo ihre Spind ist. Wie soll ich da denken, was denken die Kollegen über mich? Nicht, dass Sie mir anschließend sagen, dass Sie von nichts gewusst haben, will ich Sie nochmal über paranormale, formale Sachen in Kenntnis setzen. Punkt 1. Bei diesen Tonbändern, die ich hier habe, handelt es sich um ganz einfache Kopien, die von den verschiedensten staatlichen Organen uns zur Verfügung gestellt worden sind, die in jedem Verbindungsverfahren, falls es mal so weit kommen sollte, wenn Sie den Vater so stellen, kommt es garantiert dazu, offiziell als Beweismittel anerkannt werden. Die Schallaufzeichnung, die wir hier anwenden, wird ebenfalls als Beweismittel anerkannt. Ihre Stimme wird als meine Stimme trotzdem. Des Weiteren haben wir Möglichkeiten, die Lande abnutzen, weitere Vergleichsproben ihrer Sprache und Stimme zu übernehmen. Also ich habe keine Angst dabei. Wir werden Ihnen nachweisen, was Sie gemacht haben. Sie können mir sagen, was Sie gemacht haben. Ich habe nichts gemacht. Überlegen Sie sich mal, anhand welcher Merkmale wir auf Sie gekommen sind. Ja, übrigens mal. Ich habe nicht was zu überlegen. Nein. Nein. Das tut mir leid. Bei mir auch. Warum nicht, wieso Sie uns unterstellen, dass wir Leute unschuldig einstampfen? Ich habe das nicht gesagt, dass Sie. Uns, ich meine damit allgemein uns. Sie gehören genauso in Sicherheitsverband an wie alle anderen auch. Hier im Fernsehen hört und alles da, was nach 26 Jahren jetzt in der Zeitung rausgelassen und war unschuldig zu gesessen hat und alles da jetzt. Ja, das ist aber Südafrika, das ist noch ein kleiner Unterschied, wir sind hier unter DDR. Ja, lassen wir uns überraschen. Von Ihnen? Von mir? No. Ich soll Sie überraschen? Nein, nur weil Sie mir sagen, Sie werden mir beweisen. Und ich fühle mich unschuldig, deswegen sage ich. Das mit den Beweisen ist auch so eine Zeit. Nein, wird bei Ihnen abgezogen. Solange das Ding nicht geklärt ist, nehme ich an, werden Sie das Haus ja nicht verlassen. Ich meine, dass ich, wenn ich schuldig nicht bin, mir selber die Schuld schiebe, dass Sie mich nach Hause schicken oder wie? Dass ich sage, ja, ich habe gesagt und ich habe nicht gesagt, um freizukommen oder. Ich verstehe nicht, in welche Richtung Sie mich ziehen. Ja. So nehme ich das. Wieso zwinge ich Sie denn zu was denn? So nehme ich das. Dass ich nicht das Richtige Ihnen sage, was Sie möchten gerne wollen hören. Es geht doch nicht auch nicht darum, was ich hören will. Da verstehen Sie meine Rolle hier ein bisschen falsch. Ja, da verstehen Sie die Rolle falsch. Sie müssen sich mal überlegen, Sie befinden sich hier bei Untersuchungsorganen. Sie sind, entschuldigen Sie bitte, aber Sie sind in der Haft. Anstalt, weil wir nun mal hier unsere Diensträume haben. So, da überlegen Sie sich mal, ob wir leichtfertig mit der Freiheit eines Menschen umgehen würden. Feedback 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8, 6, 0, 3, 0, 9.
Staatliche Anzeichen? Keine. Nur Soldat. Vorstrafe? Ich? Vorstrafe? Keine. Glaubens mich, alles interessant. Auch in der Richtung habe ich kein Interesse dafür. Was ist das denn? Was Sie denken, dass ich an die Organe angerufen habe. In der Richtung habe ich kein Interesse dafür. Glauben Sie mir. Ja. Ich weiß nicht, wer das könnte gewesen sein. Das kann möglich sein, dass aus dem Betrieb ein Glauben Sie bitte dort arbeiten. Warum bin ich gerade? Ich bin nicht gewesen, glauben Sie mir,
Bitte Sie, lassen Sie mich bitte nach Hause. Herrliche Wally, Wally, ich kann zu jeder Zeit zu Ihnen kommen zur Aussprache, glauben Sie mir, ich mach's nicht. Wirklich, Wally, nicht, ich kann Ihnen schneller nicht, und ich möchte wünschen mir, dass der Arschloch nicht gefasst werden. Wally, wenn Sie jemand anderes getan haben, ohne dann auf freien Füßen herumrennen, statt es wirklich. Nein, das habe ich nie getan. Zu tun gehabt, bloß arbeiten und so, dass mir, nee, glauben Sie mir, nein, ich schwöre, ich habe es nicht getan. Offizier vom Dienst, guten Tag. Guten Tag, und hier ist wieder einmal. Ja, guten Tag, Frau. Guten Tag, lieber Herr Offizier. Folgendes: Mein Offizier ist ja wohl im Urlaub. Ja, der ist nicht erreichbar. Ja? Ja. Aber es hat sich etwas ergeben, was ich dem Herrn Minister unbedingt mitteilen muss. Ja? Ja. Ja? Ja. An beide Generalstaatsanwaltschaften, in Berlin DDR und in Köln am Rhein, ja, ja, habe ich Anklageschrift erhoben, ja, für das gesamte deutsche Volk. Und zwar wollte ich auch Ihnen sagen lassen, dass ich Anklageschrift erhoben, ja, habe ich für das gesamte deutsche Volk. Dass ich Durchschriften gebe an den Papst Johannes Paul II. Ja? Gut. Nein, Moment mal, ja. Sie müssen ein bisschen aufpassen, ja? Ja. An den Luther-Weltbund über die evangelische Kirchenleitung Berlin-Brandenburg, ja, an den regierenden Bürgermeister von Berlin-West, ja, an den Staatssekretär Dr. Bräutigam in der ständigen Vertretung der BRD in der DDR, ja, an die Botschaft des Königreichs Schweden in der DDR, an die Botschaft der Sowjetunion, die haben das schon, die, ja, haben das schon alle durchbekommen, deswegen, ich möchte nicht, dass ihr zum Schluss das erst erzählt. Aha, ja? Gut, ich... Moment. Dass ich Anklageschrift erhoben, ja, habe ich für das gesamte deutsche Volk.
ja, für das gesamte deutsche Volk. Die Botschaft der Sowjetunion für KPdSU-Chef Gorbatschow, also das ist schon auf Band gesprochen, ja. An die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika für Präsident Ronald Reagan, ja. An das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, ja. Und den Oberbürgermeister der Stadt Berlin in Ost, der DDR, als Herrn Kraft, ja. An den Ministerrat der DDR, an die Hauptverwaltung der jüdischen Gemeinde AÖR Berlin-DDR und an das Sekretariat der Berliner Bischofskonferenz der Römischen Katholischen Kirche in Berlin-DDR. Gut, und Sie Ihnen auch noch die Anklageschrift in Wortlaut? Nein, das machen wir nicht, das legen Sie bitte dann in den Unterlagen nicht. Das, Sie wissen das wird ja zu spät, weil inzwischen ja schon die Sowjetunion Bescheid weiß. Na gut, ich habe Sie verstanden. Ich werde das weiterleiten. Ja, denn es geht im ersten. Ja, jetzt. Teilnehmer? Hallo, hier ist wieder der Telefonterrormensch. Habt ihr mich immer noch nicht rausgekriegt? Scheiß Saftladen, ihr habt mich immer noch nicht an der Strippe, Mensch. Was ist? Was wollen Sie denn überhaupt von uns? Ja, ich will hier Telefonterror machen. Ärgern. Sabotage. Auseinandernehmen. Die Leitungen besetzen. Die Leitungen. Während der Zeit kann kein anderer anrufen. Alles klar? Hoffentlich läuft das Tonband. Sie Anfänger. Wie gesagt, ich habe Sie vorhin schon, das habe ich Ihnen gesagt, vorläufig festgenommen. Das heißt also, Sie werden heute hier bleiben. Ja. Morgen, Vormittag, wird der Staatsanwalt Haftantrag stellen und der Richter ein Haftbefehl ausstellen. Der wird Ihnen dann auch verkündet. Werde ich sofort verurteilt? Nein. Wie gesagt, der wird Ihnen verkündet und dann wird. Werden Sie hier in Haft genommen, das Ermittlungsverfahren haben wir ja heute eingeleitet schon. Das ist ja klar, das läuft ja dann schon. Und wie läuft das weiter ab? Ja, wir werden alles gründlich aufklären und widerspruchsfrei klären. Was soll ich denn machen, wenn der Staat sagt nein? Warum? Wenn Sie sich so mal in die Lage hineinversetzen, dass ich, mein Beruf ist weg, die Frau läuft mir noch weg. Meine Eltern gehen weg. Ich habe auch hier weiter keinen. Verdammt nochmal. Das ist aber alles kein Grund für strafbare Handlung. Wie soll ich denn zu meinen Eltern kommen? Ich habe mir das verweigert. Ich hatte damals einen Studienplatz gehabt. Alles ist weg gewesen. Ich habe meine 10. Klasse mit 1 gemacht. Bloß weil ich einmal meine Meinung bei der Armee gesagt habe. Alles läuft gegen mich. Beruhigen Sie sich da erstmal bitte ein bisschen. Es hat keinen Zweck, hier nun den Katzenjammer über sich zu ergießen. Damit kommen Sie hier nicht klar. Sie haben sich aufgrund dieser Situation zu strafbaren Handlungen entschieden und werden dafür bestraft werden. Dafür rettet Sie hier nichts. Deswegen nur den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, das ist eine Name wie Sintflut hier, hilft euch so mit rein. Weder Ihnen noch uns. Na? Aber ich will Sie davor warnen, jetzt hier alles nun wegzuschieben und zu sagen, ich komme hier nicht mehr zur Rande. Das hilft keinem. So komme ich doch. Sie müssen die Tatsachen nehmen, wie sie so sind. Ob das nun schwerfällt, dass Ihnen das jetzt schwerfällt, sich in dieser Situation umzustellen, ist ja ganz klar und logisch. Das geht jedem so. Der eine verkraftet das mehr und der andere weniger. Ne?
Aber sie kommen hier durch. Es gibt ein Ende. Klar, jeder schafft das irgendwann. Sie haben sicherlich durch diese Sache jetzt die ganze Entwicklung hier ein bisschen kompliziert, aber deswegen gibt es trotzdem eine Lösung. Die müssen sie immer ins Auge fassen. Wenn ich Ihnen sage, hier in 5 Jahren sind Sie raus, dann braucht das nicht sein. Ne? Also kann ich Ihnen hier objektiv nicht sagen, weil ich auch nicht derjenige bin, der Entscheidungen trifft. Ne? Hm? Ich kann Ihnen auch nicht versprechen, ob Sie hier über den Strafvollzug in die BRD gehen oder nicht. Und selbst wenn ich Ihnen dazu was sagen würde, können Sie sich dafür nichts kaufen. Ne? Kommentar Stasi in die Produktion. Es kommen Aufforderungen, die Kamera zuzuhalten mit dem Plakat, das wedelt hier vorm Fenster rum. Weiteres Plakat Rechtssicherheit spart Staatssicherheit. Nächstes Plakat, der Feind, der Text des Plakats, der Feind steht im eigenen Land, alle Wendehälse vor Gericht. Zug setzt sich langsam, jetzt ist also in Bewegung, aber unmittelbar vorm Eingang bis etwa Höhe Straße steht alles still, Kerzen in der Hand, in Erwartung dessen, was dann geschieht. In Sprechlosung, lieber Schnitzel statt viel Spitze, Live-Konzert ohne Kommentar. Unmittelbar vor der Tür des Dienstobjektes vom Haupteingang Filmaufnahmen. Spielt sich aber alles unmittelbar vor der Tür ab, muss also in den Monitoren zu sehen sein. Stasi, großes Transparent, Stasi, aus. So wie gesagt, der gesamte Zug wandert also Richtung Schwarze Straße. Nur ganz vereinzelte gehen geradeaus weiter. So wie sagen, wie schon Oberkampf wird angestimmt. So, weitere Losungen auf Transparenten. Alle Macht dem Volke. Gegenwärtig wird hier unten irgendwie das Haus intakt bearbeitet, offensichtlich die Tür. So,
Korrektur. Die haben also offensichtlich hier nicht eben mit den Fäusten im Takt die Tür bearbeitet, sondern die müssen eine Trommel mitführen. Neues Transparent, 40 Jahre Impotenz fordern volle Konsequenz. So, jetzt kommt Sprechchor, schämt euch, schämt euch. So, hier vor der Tür nach wie vor Stau. Hochgucken zu den Kameras, zu den Fenstern. Sie sprechen mit der Stasi. Ein Hörspiel von Andreas Ammer und FM Einheit. Mit Archivaufnahmen aus der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen. Schlagzeug: Saskia von Klitzing. Bass- und Blasinstrumente: Volker Kamp. Komposition und Realisation: Andreas Ammer und FM Einheit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie: Christina Hensel.